Action-Shooting mit der Edgun Leschi 2. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, heute ist Actionzeit. Heute habe ich meine Edgun Leschi 2 für euch ausgepackt und werde mal auf bewegte Ziele schießen und ein paar Schnellfeuereinlagen machen. Ich hoffe, ihr kennt alle schon das Review über die Edgun Leschi 2. Es handelt sich ja um hier aus meiner Sicht das fortschrittlichste Luftgewehr, das man kaufen kann. Eine ganze Menge Gadgets, eine ganze Menge Besonderheiten. Guckt es euch einfach mal an. Das sind 36 Minuten lang Informationen und Bilder und Schusstests und alles Mögliche. Ja, heute habe ich ein etwas anderes Setup für euch. Ihr wundert euch vielleicht, das letzte Mal hat sie noch keine Bottle dran gehabt. Genau, ist richtig, 350 Kubikzentimeter Carbon-Bottle. Das Video, wo man sieht, wie ich von dem Tube auf die Bottle umgebaut habe, das kommt natürlich auch noch, hoffentlich im Dezember, Januar ungefähr. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall kriegt ihr das auch noch zu sehen, dass man sieht, wie das Ganze eben umgebaut wird. Dann haben wir das Hawk 3 Moa Reflexvisier verbaut. Gibt es auch, so wie die Edgun Leschi, auf jabolo.de. Die Leschi, ihr wisst es ja, exklusiv bei uns. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinguckt. Ein Zweibein, das verwende ich allerdings beim Schießen nicht. Ich lege das heute mal auf den Sandsack auf. Das letzte Mal habe ich ja schon mit dem Akutik WB4 Bipod geschossen. Ja, und als Diabolos werde ich heute Air Arms Heavies verwenden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, darauf habe ich es noch eingeschossen. Deswegen verwende ich die heute wieder. Beim nächsten Mal teste ich dann auch einfach nochmal andere Diabolos aus. Aber ich weiß, wegen der Theorie seid ihr nicht hier, sondern ihr seid wegen der Action hier. Und deswegen gehen wir jetzt vor an den Schießstand und legen mal richtig los. Viel Spaß, Leute. Also, Action-Shooting mit der Edgun Leschi 2. Distanz sind 10,5 Meter. Ich habe hier die Air Arms Heavies geladen. Mit denen habe ich sie eingeschossen aktuell. Und ja, wir schießen erstmal auf ein paar bewegte Ziele. Kyler Shoot Pro. Und ich gucke einfach mal, was ich so treffe. Der 10,5 Meter mit dem Red Dot, die sind recht klein, gerade die kleinen Schweinchen und so, aber ich hoffe trotzdem, dass ich ein bisschen was treffe. Also Vollgas. Ah! Oh Mann, ey. Jetzt hat mir eine zur kompletten Rotte gefehlt. Ich hoffe, ihr habt mein Video angeguckt, das Review. Wer es noch nicht gesehen hat, das müsst ihr unbedingt nachholen. Ja, ich glaube, es macht echt Spaß, das anzugucken. Geht 36 Minuten. Ich erzähle über das Gewehr wirklich alles, was mir irgendwie eingefallen ist. Alles Mögliche an technischen Daten und so weiter. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Das macht, glaube ich, eine ganze Menge Spaß. Das dann ergänzend. Aber guckt euch das hier fertig an. In der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen was treffe, dass ich nicht zu viel verspreche. Ja, weiterhin wünsche ich mir natürlich ein Kettenmagazin. Das wäre richtig geil. Boah, die waren klein, ey. Ah, ich sehe die überhaupt nicht gescheit. Ich glaube, das war's schon, oder? Ja, ist schon wieder leer. Oh Mann, ey, ich bräuchte so ein 300-Schuss-Magazin oder so eine große Box unten dran. Ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Riesenmagazin. Das wäre richtig cool. Ich hoffe, ihr habt schon mal in meinem Shop auf jabolo.de vorbeigeschaut. Bestellmöglichkeit funktioniert folgendermaßen, wenn sie sofort lieferbar ist, einfach in den Warenkorb und bestellen. Packt euch das nötige Zubehör mit bei unter dem Artikel oder beim Artikel letzten Endes. Habt ihr empfohlenes Zubehör? Sollte sie nicht verfügbar sein, habt ihr die Möglichkeit, euch rechts in dem Feld eure E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht vom System, sobald das Gewehr wieder verfügbar ist. Also, jabolo.de. Nein! Jetzt war es leer, jetzt hätte ich die 5 erwischt. Also hopp, wir probieren gleich nochmal die 5. Mit einem Zielfernrohr ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, aber gerade beim Action-Shooting macht ein Reflexvisier unglaublich viel Spaß. Das Reflexvisier gibt es natürlich auch auf jabolo.de. So. Und die, die schon länger dabei sind, kennen meinen Running Gag. Ich suche immer noch einen 1-Euro-Jobler, der mir meine Magazine füllt. Das ist wirklich das, was ein bisschen die Spannung rausbringt. Also
versuche ich nochmal die Rotte sauen. Warten wir mal ab, bis sie wieder kommt. Jetzt müsste sie kommen. Nein! Die waren wegen zu früh geschossen, die Sauen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich müsste die, die müssten noch ein bisschen heller sein, irgendwie ein bisschen heller glänzendes. Aus 10 Metern sieht man die recht schlecht mit dem Reflexvisier. Was auch noch eine richtig geile Idee wäre, wäre so ein bisschen IPSC schießen mit der Leschi. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob man auf so einem IPSC-Stand mit einem Luftgewehr antreten darf. Magazine könnte man sich schön laden, könnte die alle hier am Schaft entlang befestigen. Mehrere Trommelmagazine, zwei sind ja im Lieferumfang dabei. Und dann hätte man eigentlich die Möglichkeit, die dann schnell zu wechseln und so IPSC damit zu schießen. Wäre natürlich auch mal eine Idee für ein Video. Allerdings bin ich da komplett untrainiert. Das wird, glaube ich, eher peinlich. Oh, warte mal. Ja, die eine habe ich verpasst. Weil ich die ganze Zeit am Labern bin, da trifft man nicht so gut. Ah, schon wieder leer. Na, also gut. Ich hätte vorgeschlagen, ein Magazin machen wir noch. Und dann bauen wir uns nochmal noch was anderes auf. Also die 5 Sauen, das muss gehen. Wenn ich dann mal konzentriert bin. Das Befüllen, ihr seht, es geht super easy. Ich lasse das Magazin dafür drin. Ihr habt die Alternative, euch Ersatzmagazine zu nehmen, die voll zu machen. Das runterzuwerfen. Dirk, ich muss dich mal bitten, ich bin so faul aufzustehen. Wofür wird er bezahlt? Vielen Dank. Ja, euch die Magazine voll zu machen und dann schnell zu wechseln, das ist natürlich die andere Methode. Also einmal noch konzentrieren. Ich habe wieder eins verpasst. Ich habe es nicht geschafft heute und leer ist es, die 5 Sauen zu legen. Aber ihr seht, wenn man will und konzentriert ist, da kann man schon ein bisschen was treffen. Ich hätte vorgeschlagen, ich baue noch schnell was anderes auf und dann schießen wir noch auf was anderes. So, ich habe mal Schrothülsen aufgestellt und mit ich meine ich natürlich einen Dirk. Die sind doch recht klein und nicht so kontrastreich. Ich will mal gucken, ob ich es schaffe, die mit 8 Schuss schnell abzuräumen. Ja, wer sich jetzt fragt, es ist natürlich schon ein bisschen dekadent, fast mit so einem Gewehr hier rumzublinken, aber ein Präzisionsvideo habt ihr schon gesehen. Es wird natürlich noch ein Präzisionsvideo draußen auf lange Distanz geben. Es wird ein Umbauvideo geben, weil ihr habt den Umbau zur Bottle noch gar nicht mitbekommen, weil es kommt erst später, das Video. Den zeige ich natürlich auch, wie das funktioniert, dass man die Tube abbaut und die Bottle hinbaut. Das kommt im Dezember 2021. Voraussichtlich, ich will nichts garantieren, aber voraussichtlich haben wir es geplant für Dezember 2021. Ja, und es werden auch weitere Videos kommen, aber heute ist halt einfach der Blinking-Tag und ich muss schon ganz ehrlich gestehen, es macht ehrlich gesagt am meisten Spaß. Also, schauen wir einfach mal. Ich guck mal, ob es vom Dings reicht. Ja, ich lege einfach mal los. Nein, nein, nein. Ich habe daneben geschossen bei dem einen. Ja, okay. Dirk, dein Einsatz. Also, danke dir, Dirk. Ich versuche es nochmal. Hoffentlich klappt es diesmal besser. Und los geht's. Oh. So, jetzt haben wir den hinten auch noch rausgeschossen und dann haben wir noch einen übrig. Dann schießen wir da noch ein bisschen. Oh, jetzt ist leer. Ja, richtig geil. Ey, das macht einen unglaublichen Spaß. Dirk. So, ich hoffe, wenn die Leschi 3 in 5 oder 10 Jahren kommt, keine Ahnung, ob es überhaupt eine geben wird, dass es die dann mit Riesenmagazin geben wird. Weil ihr habt es gerade gesehen, als ich die Schrothülsen abgeräumt habe, weiter hinten sind noch viele weitere Ziele. Man sieht es im Kameraausschnitt gar nicht. Der Schießstand ist 2 Meter hoch und es gibt einzelne Stockwerke. Am liebsten hätte ich so ein 100-Schuss-Magazin und würde einmal von oben nach unten immer alles abräumen. Das ist echt cool. Also noch einmal. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Okay, ich finde, das soll es gewesen sein. Genug ausgetobt. Ich denke, ihr habt gesehen, was mit dem Ding alles machbar ist.
Geht auf jabolo.de, holt euch eure eigene Leschi, entweder direkt bestellen oder eintragen. Guckt nach dem Zubehör. Wie gesagt, ich kann es empfehlen, wenn man wirklich auf Distanzen 10, 15 Meter schießt, geht das Ganze super auch mit dem Reflexvisier. Wer 50 Meter schießen will, der braucht halt ein ordentliches Zielfernrohr oben drauf. Kriegt ihr alles bei mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.